Wie jedes Jahr rund um den Tag des Grundgesetzes findet derzeit in Berlin der 8. Jugendkongress für Demokratie und Toleranz statt. Über 450 Jugendliche aus ganz Deutschland diskutieren in verschiedenen Seminaren und Workshops über die Themen Extremismus und Gewalt. Initiator Dr. Gregor Rosenthal erläutert die Wichtigkeit der Veranstaltung. Weil Demokratie und Toleranz, glaube ich, ist nicht etwas, was Sie verordnen können, sondern Sie müssen es erleben und Sie müssen frühzeitig erkennen, dass das eine Form ist, für die es sich lohnt, zu arbeiten, sich zu engagieren. Und deshalb ist es uns eben sehr, sehr wichtig, möglichst früh eben mit den Jugendlichen auch schon über diese Dinge zu sprechen. Einen ganz eigenen Weg geht das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Also ich bin von dem Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das ist so ein bundesweites Netzwerk von inzwischen knapp 450 Schulen in der gesamten Bundesrepublik. Und wir stellen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Projekt ein bisschen vor, zeigen ihnen so ein bisschen, wie sie ihre Schule selber auch dann zu einer Schule ohne Rassismus machen können. Schule ohne Rassismus leistet nicht nur Hilfe zur Selbsthilfe, sondern will auch auf einen Wandel in der Szene hinweisen. Dieses alte Klischeebild von Bomberjacken und Springerstiefeln mit einem Glatzkopf innen drin ist einfach heutzutage kaum mehr zu finden, an einigen Stellen sicherlich noch, aber ich glaube, der Rechtsextremismus hat sich tatsächlich in den letzten Jahren doch sehr, sehr stark gewandelt und ist auf den ersten Blick einfach kaum mehr zu erkennen. Egal ob mit oder ohne Glatze, der Umgang mit Rechtsextremen beschäftigt die Jugendlichen. Die Erfahrungen sind dabei höchst unterschiedlich. Weil es sich ja doch weiterentwickelt hat und man nicht unbedingt die Leute erkennt, ob sie wirklich dieser Szene angehören oder nicht. Und manche denken dann vielleicht, gut, der ist ja eigentlich ganz nett. Und dann merkt man eigentlich so, oh, der ist ja ganz anders orientiert. Ich habe gemerkt, als Einzelpersonen sind die sehr nett und haben auch sehr viel Grips und waren auch sehr intelligent und alles. Aber wenn sie denn in der Gruppe waren, waren es die reinsten Arschlöcher. Früher haben wir in einer Punkrock-Band gespielt so und da war es halt jeden Abend, hattest du eigentlich Probleme, überhaupt nach Hause zu kommen, weil du an der Tankstelle oder so vorbei musstest, wo die schon auf dich gewartet haben. Aber auch eine gewisse Ohnmacht von Schule und Politik mussten manche Teilnehmer schon am eigenen Leib erfahren. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass meine Schule vor allem auch nichts dagegen gemacht hat. Der Schüler, der ist öffentlich aufgetreten, hatte auch regelrecht Nazi-Zeichen in seiner Jacke wirklich dran und kein Lehrer hat was unternommen. Positives berichtet hingegen Sebastian Schwabe von der Initiative Peer Training Sachsen. Einigen Rechten geht doch ab und an ein Licht auf. Ich habe dasselbe Seminar hier ja im Dezember schon mal gemacht in Dortmund und hatte dort eine Teilnehmerin, die sich total rausgezogen hat aus dem Workshop, die gesagt hat, ja, ist doch alles scheiße, ist doch alles blöd. Und ich habe 3 Tage nach dem Workshop einen Brief von ihr bekommen, in dem drin stand, dass sie die Arbeit mit der Gruppe unheimlich bewegt hat und berührt hat und dass sie selber der rechten Szene angehörte und ihr das Arbeiten aber die Augen geöffnet hat. Hier sind 400 Jugendliche und wenn ich einen davon erreiche, der sagt, ich war irgendwie, habe mich der rechten Szene irgendwie zugeneigt gefühlt oder war extrem dabei und wenn ich den zum Nachdenken anregen kann, um sich selber zu reflektieren, ist das, glaube ich, ein großer Schritt, den als Multiplikator zu kriegen. So. Keine Frage, der Umgang mit Rechts will gelernt sein. Wer mehr Informationen über das Bündnis für Demokratie und Toleranz erhalten möchte, besucht einfach die Seite jugendkongressberlin.de.